Sie gehen in den Supermarkt, nehmen, was Sie wollen und gehen wieder hinaus. In Seattle im US-Staat Washington hat Amazon sein erstes Geschäft eröffnet, bei dem Kameras, Scanner und Sensoren die Arbeit machen. Sie zeichnen auf, was der Kunde mitnimmt oder auch wieder zurück ins Regal legt. Vorher hat der Kunde sich über das Internet mit seiner Kreditkarte für das sogenannte Amazon Go angemeldet. Es gibt kein Personal, keine Kassen, somit auch keine Schlangen, kein Warten. Viel Zeit gespart. Wie ist diese neue Art des Shoppens? Reingehen, kein Kontakt, das ist beeindruckend. Ein Jahr lang hat Amazon das System getestet, bevor Amazon Go für die Öffentlichkeit geöffnet wurde. Im Moment gibt es diese Art von Geschäft nur in Seattle. Das Unternehmen gab nicht bekannt, ob weitere Amazon Go-Läden geplant sind.